So, was gibt's hier noch zu gucken? Wo bist du? Bist du schon wieder raus? Ja. Und Richtung Krankenstation unterwegs. In der Zelle gab's gar nichts. Okay, dann bin ich jetzt auch Richtung Dingsterbumster. Ah, muss ich nach links hier, ne? Ja. Ah, da ist sie ja, die Fliss. Komm mal da. Da nicht rein? Ja, hier kommst du rein. Aber hier ist auch eine Tür. Ah. Könnte der Sohn von jemand an Bord gewesen sein. Ja, könnte auch ein Sohn von irgendwem anders gewesen sein. Unnötig. Was haben wir denn hier? Name des Patienten John Patterson, Rang Private. Geboren in Rowlett, Texas, geboren am 24. Februar 1922, rekrutiert, stationiert, Garland, Texas. Datum 2. März 1941, Gesamtdienst Army 3 Jahre, 5 Monate. Krankengeschichte, Diagnose, schwache Neurose, Untauglichkeit, ist nicht auf Fehlverhalten zurückzuführen und trat im Dienst auf Bestand vor Rekrutierung, nein. Aktueller Zustand, diensttauglich. Voraussichtliche Dauer in Zukunft, vorübergehend. Empfehlung, genaue Beobachtung, erneute medizinische Untersuchung in einer Woche. Bericht. Heute habe ich Private Patterson auf der Krankenstation untersucht. Während der Visite litt er unter starken Angstzuständen, die mit den Anzeichen von Panik übereinstimmten, welche ich bereits während seines Wachdienstes zu Anfang der Woche beobachtet hatte. Ich hatte Patterson heute zu mir bestellt, da ich glaube, dass seine Panik von eindringlichen und verstörenden Erinnerungen begleitet wird. Bisher konnte er seinen Dienst fortsetzen, da seine Symptome nach Beendigung seiner Wachschicht stets nachließen. Er gibt an, dass solche Symptome für ihn sehr ungewohnt sind. Das heißt, wenn du nicht mehr mit diesem Gas anscheinend in Berührung kommst, ist vorbei. Private Patterson ist 25 Jahre alt und in hervorragender körperlicher Verfassung, hat keinerlei bekannte Vorerkrankungen und eine makellose militärische Karriere. Im Verlauf der Untersuchung gelang es ihm, sich zu beruhigen. Einfache Tests zu Sprachfähigkeit, Reaktionen, Erinnerungsvermögen und Entscheidungsfähigkeit verliefen normal. Klarer Fall von PTBS, posttraumatische Belastungsstörung. Was ich so weiß, ne? Was haben wir denn da? Was haben wir denn da? Was gibt's denn da? Oh, verdammt! Ein Toter. Da kämpft ein Toter um sein Leben. So, was haben wir da noch? Da müsste eigentlich das Bild stehen, oder? Da steht das Bild. Ja, steht da noch was drin, was man sehen sollte? Ja, auf der Rückseite. Ja, mit Papa, ne? Ja. Ja, das habe ich ja schon gesehen, als ich aufgewacht bin als Joe. Mhm. Ja, ja. Das kannte ich schon, das Bild. Sehr schön. Okay. Und wo soll ich jetzt mit dir hin? Hier rein. Jawohl, ich komm. Bin unterwegs. Ja, dann lauf doch auch. Ja, wie gesagt, ich finde die Steuerung sehr, sehr. Ja, weil sobald die Perspektive sich ändert, musst du auch automatisch anders steuern, ne? Ja. Oh, da liegt was. Da liegt was. Da will ich hin. Da will ich hin. Herunterlassen. Hier, sieh dir das an. Da liegt wahrscheinlich die Schau, Verteilerkappe. Da unten. Ja, da müssen wir richtig arbeiten jetzt gleich. Der Maschinenraum. Hier muss der Generator sein. Oh, ja, stimmt. Gehen wir runter. Gehen wir downstairs. Hier fehlt ein Stück Leiter. Ich glaube, ich kann... Hey. Bist du okay? Klar. Alles gut. Komm runter. Hier fehlt ein Stück Leiter. Das heißt, wir kommen nicht so einfach wieder hoch. Ah, was war das denn? Die hat sich wehgetan. Oh Gott. Was? Was? Was hast du gesehen? Da ist einer vorbeigehuscht. Hast du nichts gesehen? Was denn? Bei mir nicht. Okay, also ich sehe also Zeugs. Du aber nicht. Okay, gut. Versuch mir zu folgen. Auf dem Schiff war also dieses Mandschureigold, das in Wahrheit eine Art halluzinogene Biowaffe der Chinesen aus dem Zweiten Weltkrieg war. Mhm. Und wir wissen, es war super instabil und trat auf dem Schiff aus. Vielleicht ist es noch hier. Vielleicht hat es sich noch nicht verzogen und hat nur dieselbe Wirkung auf uns, wisst ihr? Diese Halluzinationen.
Die Scheiße, die wir sehen, sie ist nicht real. Die Crew hat halluziniert. Wir wussten, dass sie Angst hatten, dass seltsame Dinge passiert sind. Mhm. Die Offiziere dachten, das seien GIs, die sich einfach vor dem Wachdienst drücken wollten. Das ist kein Geisterschiff, sondern eine Biowaffe. Könnte das irgendwie mit dem versunkenen Flugzeugwrack zusammenhängen? Das Flugzeug war hier. Sie haben drauf gefeuert. Der Grund dafür war vielleicht die Psychose. Wow. Okay, dann mal weiter. Das Schiff ist eine Biowaffe. Gib mir nur genug Bohnen und Zwiebeln und dann werde ich auch zur Biowaffe. Nicht? Das kann ich bestätigen. Da ist was. Rotterdam. Van Linden Engine Works, Rotterdam, Niederlande. Diesel Engine Nummer 1734, Jahr 1920, Typ L87C-SE. Wieder die Holländer. Ich sag dir das. Lass uns mal nochmal in die andere Richtung gehen. Jawohl. Was die Typen wollen. Die Fischer? Genau. Läufst du jetzt schnell? Oder schnell leer? Ich glaube, die Jungs sehen kein Land mehr. Ich guck da gar nicht drauf, wenn ich noch eine fünfte Taste drücken muss beim Laufen, dann... Bist du überfordert, sagst du? Nee, ich verrenk mir die Finger. Engine Room. Mhm. Mach mal auf, das Ding. Ja, dann mach mal. Ja, mach ich auch. So, Telegraph-Log des Maschinenraums. 22,37, halbe Kraft voraus bestätigt, Motordrehzahl angepasst. 23,10, Standard voraus bestätigt, Motor auf Standarddrehzahl gesetzt. 23,45, Lieutenant Young meldete sich zur Wachablösung. Motor wurde auf Standarddrehzahl übergeben. Keine ständigen oder gesonderten Befehle von Brücke oder Cheftechniker. Keine Probleme oder Gefahren im Maschinenraum. Lieutenant Young war nüchtern und in guter mentaler Verfassung zur Übernahme der Wache um 2400. Gezeichnet J.G. Phillips. 0 Uhr also. Lieutenant G.J. Phillips um 0 vom Wachdienst abgelöst. Maschinenraum inspiziert. Überprüfung von Ausrüstung und Maschinen vor Antritt der Wache durchgeführt. Keine Probleme. Lok überprüft. Derzeit Standarddrehzahl, keine neuen Befehle von der Brücke. 0:08. Volle Kraft voraus. Bestätigt. Volle Kraft voraus. 0:24. Äußerste Kraft voraus. Bestätigt. Motor auf Maximalleistung. 0:26. Befehl vom Cheftechniker. Strom von sämtlichen verzichtbarer Beleuchtung und Ausrüstung abschalten. 0:105. Cheftechniker führt Notinspektion im Maschinenraum durch. Umblättern, sehr schön. Guck mal hier. 0105. Das Schiff hatte geankert. 0129. Stopp bestätigt, Motor abgeschaltet. 0132. Befehl zum Ankern in seichtem Wasser erhalten. Sehr schön. Warte. Hast du da auch noch was gefunden irgendwo? Nee, also da in der Ecke nicht mehr. Nein. Okay. Ich hab nur auf dich gewartet. Wollte nichts aus. Boah. Was denn? Scheiß Steuerung, okay. Das Coole ist, man kann mit dem rechten Stick dann auch wieder die Taschenlampe anders bewegen. Ich leuchte mit der Maus. Ich leuchte gerade die ganze Zeit deinen Hintern aus. Ist ja schön. Ja, ne? Gucken, ob du Knitterfalten in der Jeans hast. So, wohin des Weges? Da ist nix, ne? Oh, was ist denn das da? Da war doch was. Nee, da war nix. Da guck mal, hier ist schon wieder überall dieser Dunst auf dem Boden. Geht bestimmt gleich wieder los. Hier ist was. Oh, da ist ein Messer. Kein... Er ist hier. Nee, ist es nicht. Okay. Ja! Das Ding läuft noch! Nach dem Ding haben wir gesucht. Deshalb fällt der Strom dauernd aus. Leg den Schalter um und dann nichts wie weg. Soll ich machen? Leg den Schalter um. Also gut. Gehen wir wieder hoch. Und suchen einen anderen Weg. Der Strom war weg, aber jetzt nicht mehr. Hören Sie mich? Over.
aus. Wir brauchen Hilfe! Schnell! Das sind diese Dinger, die uns angreifen wollen! Dinger! Over! Rettungsteam ist unterwegs zu ihrer Position. Over. Position ist bestätigt. Rang me down. Scheiße, komm schon! Der ist wohl kaputt. Eine 70 Jahre alte Sicherung, oder wie, noch älter, ne? Guck mal, überall wieder diese Dünste hier. Oh. Guck mal hier! Ein Rebrief. Das Kreislaufgerät. Die Fischer müssen es von der Duke haben. Ob es noch funktioniert? Scheint noch Luft zu haben. Vielleicht ein paar Minuten? Nehmen wir es mit? Ich meine, es ist schwer. Ein Rebriever. Und? Das Ding kommt mit. Bei all dem Wasser ist es bestimmt nützlich. Hallo. Je sais que t'es cette frère. Tu veux me tuer? Hein? Mais c'est moi qui me suis. Die streiten sich. Dis-moi seulement où est ce putain d'or? Je t'ai dit de la fermer, sale menteur. Der ist tot. Ja. Ferme ta gueule, du Mann! Sei still, du mieser Lügner, der sagt doch nichts. Tu dis n'importe quoi! Tout ce que tu racontes, c'est des conneries! Alors, ferme ta sale gueule de merde! Merde, merde. Da ist die Verteilerkappe. Wir bestimmt wieder. Ja. Oh. Ganz ruhig. Es ist toll. Maintenant c'est moi qui viens chercher. Les esprits des morts viennent me chercher. Je vous attends. Weil er hätte uns sonst, glaube ich, mit dem Hammer geschlagen. Gestreichelt, sorry. Alles voll mit diesem Zeugs, Leute. Warum macht er das? Ein geheimes Leben. Warte. Euch finden, ihr kleinen Scheißer! Wo ist das Problem, all das Gold zu teilen, ne? Es muss doch wohl genug für alle da sein, mehr als genug! Was für Gold? Wir hängen hier zusammen hin, oder? Aber ihr wollt mich ausboten! Weiß genug, was ihr denkt. Wenn ihr nicht das ganze Gold kriegt, lasst ihr mich lieber hier krepieren! Aber ich bin der Captain! Ich hab das Sagen! Und ich entscheide, wer wieder geht! Und wer bleibt! Ah. Er wird uns bald finden. Hast du es geschafft? Ja, ich auch. Hast du vielleicht eine Idee? Wir können noch nicht weg. Wir müssen warten. Auf unsere Chance. Verstecken wir uns. Schon wieder. Die amerikanischen Schlüssel kommen in ein freies Land und wollen groß zuschlagen. Aber ich hab wieder Strom. Das Gold gehört mir. Und jetzt kann ich endlich zuschlagen. Ich
das Ding mitgenommen haben, ne? Ja, total. Die widerstehen allen möglichen. Scheiße. Junior. Keine Bewegung. Und keiner von euch verwandelt sich hier. Umdrehen. Der bringt sich doch gleich selber. Sachte. Sicher? Ganz sachte. Oh. Ja, lange keiner mehr gestorben, Teddy. Aber gut so. Okay. Okay. Ist ja schon einer und gestorben. Keine Verwandlungen. Ja, das werde ich mir und wahrscheinlich noch heute Abend beim Abendessen anschauen. Sachte! Nein, nein! So doch nicht! Keine Verwandlungen! Mach jetzt ja nichts Dummes. Wow, hör mal. Hör gut zu. Wir wollen keinen Streit. Wir wollen hier einfach nur weg. Verstehst du? Tut mir leid, aber solange ihr atmet, habt ihr keine große Alternative. Ihr habt keine Wahl. Ah, nicht nochmal! Es verwandelt sich wieder! Was? Was meinst du? Bleib weg! Bleib weg von dem Dunst! Wie? Was für Dunst? Dieser Dunst. Nicht einatmen! Dunst? Welcher Dunst? Du hast ihn gesehen. Er ist überall. Gelb wabert überall hin. Er ist jetzt drin. Hier bei uns. Jetzt. Komm erst mal runter. Stopp! Stopp! Er ist in uns drin, nicht wahr? Wer von uns hat eigentlich gerade dieses Ding da nicht geschafft? Hör zu, ich habe das komische Zeug nicht eingeatmet, okay? Ihr habt ihn eingeatmet. Es passiert gleich. Ich spüre es. Okay, na schön. Gut. Also da war etwas vorhin. Vielleicht Nebel oder Dunst vielleicht? Ich hab's ja gesagt. Hast du eingeatmet? Nein, schau, wir hielten die Luft an. Wir haben das nicht eingeatmet. Ach, wirklich? Ich weiß, ihr seid alle Taucher, aber das kaufe ich euch nicht ab. Wir sind hier unten, seit Stunden. Könnt ihr so lang die Luft anhalten? Haltet ihr sie jetzt auch an? Oh Gott, der Dunst ist in mir drin, oder? Er ist in mir, nicht wahr? Ich spüre, wie sich alles in mir dreht. Er verwandelt mich. Innen drin. Die Richtung ist gut für die Waffe. Nein, nein, ich sehe da nichts. Alles klar, Mann, da ist kein Dunst. Schluss. Glücklicht. Ihr seht es doch alle in mir, nicht wahr? Ihr lügt doch alle! Der Dunst ist in mir! Ich bin von innen auf! Ja, das ist die richtige Idee. Hey Mann, komm schon, leg doch die... Gott sei Dank. Oh mein Gott. So, Teddy, da hast du deinen nächsten Toten. Ja. Ach, du Scheiße. Genau, schön wegschmeißen, den Knarren. Genau, kam noch nie was Gutes dabei rum. Sehr gerne. Boah, ich muss mal irgendwas trinken. Ja, ich auch. Ich schenke mir nochmal was nach. Da steht die Julia. Oh cool, ich bin Alex. Wart beim Funkgerät. Warum?
Ich check das nächste Deck, ob da mehr brauchbares Zeug ist. Alex, bitte geh nicht. Das dauert nicht lange. Warte beim Funkgerät. Genau, tu mal das, was der Mann sagt. Warum geht er denn jetzt runter? Weil das kann. Ja, aber das sollte er doch nicht. Ach Mensch. Ja, genau. Jetzt kommt nämlich jemand. Schatzi, bitte nicht sterben. Das sage ich jetzt als Julia und als Tine. So. Ich liebe es, ohne Druck zu arbeiten. Julia, komm her! Ich hab den Typ gesehen, er hatte die Verteilerkarte. Wir müssen hinterher. Im Gang. Wer steht da? Der Kurator stand da. Der ist immer zwischendurch im Spiel. Echt? Ja, immer bei entscheidenden Aktionen taucht er auf. Siehst du den im Hintergrund? Der Kurator. Der Geschichtenerzähler. Hier drüben! Das war wohl das Geräusch eben. Wow! Was war das? Ist doch egal. Wir brauchen die Verteilerkappe. Genau. Hier! Er muss hier lang gekommen sein. Die haben wenigstens Schuhe an. Scheiße. Sieh dir das an. Da ist er. Der dreht frei. Glaubst du, wir kommen darüber? Klar. Scheiße. Quicktime. Verloren. Den Mir. Das hat sich dann wohl erledigt. Ja. Den Sprung schaffe ich nicht, Alex. Nein. Ich finde einen anderen Weg. So, das heißt, ich bin wieder alleine, ne? Musst du auch irgendwas gerade machen? Ja, ich mach mich mal wieder stumm, ne? Bis gleich. Okay, bitte. Ja, die Sterberate steigt stetig. Das stimmt wohl. No smoking. Da war wieder was hinter mir. Nur autorisiertes Personal, das sieht doch nach Waschmaschinen hier aus. Da ist er. Mist! Na sowas. Manchmal hat man eben Glück. Würde ich jetzt nicht unbedingt so sehen. Oh.
Sorry. Hau ab! Was? Wer sind Sie? Sehr liebensgewürzig. Oh nein. Weder noch. Konzentrier dich. Die Verteilerkappe können wir vergessen. Wir brauchen einen neuen Plan. Da bin ich wieder. Hi. Verteilerkappe ist kaputt. Ja. Die habe ich kaputt gemacht. Das ist auch das, was wir gesehen haben. Oder ich gesehen habe. Mit dem Fahrstuhl? Ja. Ja, das allgemein, was kaputt geht. Dass sie kaputt geht. Hey, immerhin. 4 von 5, ne? Ja, und der Conrad, das war eh so ein Aufschneider. Die Duke fährt nirgendwo hin ohne die Verteilerkappe. Wir also auch nicht. Ich schätze, uns bleiben ein paar Tage. Mehr, wenn wir Regenwasser sammeln. Ich wusste immer, dass ich mal auf See sterbe. Nur nicht auf so einem Scheißkahn. Nein, wir werden doch nicht sterben. Wenn der Conrad das Boot Conrad genommen hätte, wäre es besser gewesen. Er ist vor irgendwas weggerannt. Er hatte echt Schiss. Todesangst. Ich weiß nicht, warum. Der hätte Hilfe holen können. Ich konnte überhaupt nicht sehen, was er da sah. Er war ein Arschloch. War. Conny meint es gut. Egal, welchen Quatsch er gemacht hat, er meint es Sind immer wir gut. Jetzt schon damit fertig? Weiß ich nicht. Er ist halt ein Scherz. Du warst das gerade nah, ne, gegenüber von Lange mir, ne? Immer zu Lachen bringen. Ja? Ja. Ja, ich habe nämlich das Messer nicht reingehauen. Ja, ich danke dir. Du hattest zwei Köpfe. Ja, ich hab's gesehen. Okay. Also, ich hab ja Twitch auf. Oh, armer Conny. Der Sean Ashmore. Es tut mir leid. Ich wollte das nicht. Ja, das war offensichtlich Man of Medan. Was ist jetzt mit denen? Entschuldigung. Ich bin weg. Was hat der Kurator denn zu erzählen? Das war's. Game over. Fertig.
Zumindest für heute. Sie könnten es erneut versuchen. Vielleicht klappt es ja besser beim nächsten Mal. Kompliment. Beinahe jeder hat überlebt. Beinahe. Es wurde ganz schön heftig, aber Alex behielt die Nerven. Gut gemacht, Alex. Und sie auch. Und die Verteilerkappe? Puff. Oh, wie schade. Was ein Arsch. Alles dreht sich um Entscheidungen, nicht wahr? Entscheidungen in Eile, in Panik. Gefällt mit dem Herzen statt mit dem Kopf. Oder umgekehrt? Manchmal haben diese Entscheidungen erst sehr viel später Konsequenzen. Aber es gibt Konsequenzen. Es gibt immer Konsequenzen. Bis zum nächsten Mal. Vielleicht in Little Hope, vielleicht auch anderswo. Gewiss ist, es gibt ein nächstes Mal. Das ist unvermeidlich. Won't you spare me over till another year? Ja, das war Man of Medan. Ich meine, es war mal ganz cool, eine andere Art von Spiel mit diesen versetzten... Ja. Schon durch. Mit diesen versetzten Perspektiven und so, das ist richtig, also ich fand's richtig cool. Oh, ist auch wieder die andere, noch eine andere Version von dem Until Death Song. Until Dawn, sorry. Oh, Death. Ah, ich fand's cool mit diesem, wie gesagt, dass man da so zusammenarbeiten konnte und hier und da und links und rechts. Das war schon sehr cool. You're trying to pick the right path. There's poor people, poor streets inside the neighborhood mass. Bearing scars of the past. They keep trying to escape. Destiny within their eyes. These are the tears of our. So, ist jetzt besser? These numbers of our lives that we keep trying to equate. They got us living every day. We're in search of that gate. Pray. Ich hoffe mal, jetzt versteht man mich. Ich hoffe, jetzt versteht man mich wieder besser. Ja, also ich fand es cool mit diesen unterschiedlichen Perspektiven und so. War mal was ganz anderes. Mal zu... Ja, ich musste vorhin den Game-Sound ein bisschen lauter machen. Und ja, war mal, wie gesagt, was ganz anderes. Und ich fand es an sich ganz cool. Vor allen Dingen, hinter der Story kam man auch so relativ fix hinterher, als man dann so die Berichte und so gelesen hat, dass es wirklich so eine flüchtige Chemikalie ist, die einen dann da Dinge sehen lässt, die gar nicht da sind und so. Es hätte natürlich bei so manchen Entscheidungen auch anders sein können, ne? Ich sag mal, wenn dann natürlich die, wenn man das weiß, dass dann da wirklich so diese, oder vermutet, dass diese Chemikalie da Halluzinationen hervorruft, gibt's natürlich zwei Möglichkeiten, ne? Entweder das Monster vor dir ist entweder einer von deinen Kameraden, eigentlich gibt's drei Möglichkeiten, entweder es ist einer von deinen Mitstreitern, entweder es ist niemand, es ist einfach keiner da, oder es ist einer von den Piraten, ne? Und ja, da ist natürlich die Frage, hast natürlich eine ganz geringe Chance, dass du den richtigen triffst, ne? Und offensichtlich haben wir ja jetzt gesehen, dass es ganz oft so war, dass es einer von unseren Freunden war. Und wenn man den natürlich getötet hätte oder so, wäre natürlich doof gewesen. Das ist cool. Und da freue ich mich jetzt drauf auf, jetzt im Sommer soll dann rauskommen Little Hope von Dark Pictures. Und ja, mal gespannt, worum es da geht, ne? So, was machen wir noch? Was machen wir jetzt dann noch im Anschluss? Gute Frage, ne? Cause you lost your focus steady, thinking about the next joint. Saying that the next dawn you'd make things better, but you didn't get a chance to make your reparations better, make some preparations. Ich würde sagen, auf jeden Fall wird's mal ein Stückchen Kuchen. Wir essen jetzt gleich mal ein Stückchen Kuchen, das ist eine gute Idee. Und was machen wir dann? Wollen wir mal Dead by Daylight spielen? Ja, entweder Dead by Daylight, würde ich sagen, oder, weiß ich nicht, Borderlands 2. Das könnte man auch machen. Aber ich hätte gesagt, lass uns mal Dead by Daylight ausprobieren. Ja. Das kennen wir ja noch gar nicht.
da ist jetzt ja überhaupt gar keine Story dabei, ne? Nee, da ist gar keine Story dabei, das stimmt. Oder aber ich weiß ja nicht, was unsere Zuschauer dazu sagen. Weiß ich nicht. Lass sie doch mal fragen. Pass auf, jetzt guckt keiner mehr zu. Oh, jetzt kommt noch was. Spiel ist vorbei. Ja, natürlich kommt da noch was. Ein Hubschrapp-Schrapp. Ja, wir haben doch Hilfe gerufen. Hey. Hey, was ist das? Ein Wolkenquirl. Hey! Hey! Ziel mehrere Zivilisten an Bord. Ziel bestätigt. Die Hurang Medan. Sie ist es, Jungs. Für die Mission gilt Geheimhaltungsstufe 3. Ihr wisst, was das heißt. Okay. Heißt das, wir werden alle erschossen? Warum? Ey, es wäre so viel besser gewesen, hättest du die Verteilerkappe nicht kaputt gemacht. Hier sind wir alle gestorben? Ja! Weil die scheiß Verteilerkappe kaputt war. Mann! Weil ich einmal nicht das, weil ich anstelle von einem Kreis ein Viereck, ein Quadrat gedrückt habe? Ja! Warum? Wir mit Conrad. Nein! Oh, kommt jetzt noch eine Dings. Ein kleiner Appetizer. I just saw someone in the woods. Den kenne ich auch als Schauspieler. Whoever it was, they're gone. Okay, very good. Who's there? Ist das ein kleiner Teaser? Ja. Welcome to Little Hope.